bitte. Was denn zündet? Der Khan ist tot. Aber seine Armee ist noch hier. Unsere Heimat ist erst sicher, wenn sie vertrieben wurde. Wenn die Mongolen weg sind, was passiert dann? Ein neues Leben beginnt. Früher wusste ich, wie mein neues Leben aussehe. Jetzt weiß ich nicht mal, wer ich bin. Eine große Kriegerin. Eine treue Freundin. Und eine Diebin. Das war einmal. Du entscheidest, was du morgen sein wirst. Ja. Ghost of Tsushima. Ich werde jetzt auch nicht großartig abgrasen oder sonst was. Nicht, weil ich das Spiel nicht so toll finde, sondern einfach, weil ich mehr als genug Games habe. Bleiben. Mein Onkel wird nach uns suchen. Nein, wird er nicht. Nach dem Kampf schickt er einen Boten. Mit einem Friedensangebot? Er will dich treffen. Am stillen Wasser unter dem rotblättrigen Baum. Der Omi-See. Als Kind hat er dort mit mir trainiert. Soll ich mitkommen? Ich muss alleine gehen. Er ist meine einzige Familie. Ich weiß. Es tut noch weh, an Taka zu denken. Sein Haar, das immer nach Qualm roch. Sein leises Lachen. Solltest ja nicht an seinen Haaren schnuppern, ist ein Brudermädchen. Mein Leben lang war ein Teil von mir. Das ist gruselig. Und jetzt ist er weg. Bin ich allein. Du bist nicht allein. Du hast mich. Einen Geist. Du gehörst doch allen. Ich muss diese Maske ausziehen. So. Lass mich raten, wir machen jetzt noch einen Abschluss mit unserem Onkel. Ja, hier ist alles durch, ne? Kann man mal machen. So, was haben wir denn jetzt noch? Weil wir könnten natürlich jetzt die Geschichte von Shimura, der Khan ist besiegt und ich habe noch eine persönliche Angelegenheit mit ihm zu regeln. Oha. Oha, da bin ich mal gespannt. So. Ich würde es halt wirklich gerne mal interessieren, ob man theoretisch das Ende, ob das so festgeschrieben ist oder ob man das hätte ändern können. Weil ich bin ja doch viel am Schleichen gewesen, Pfeil und Bogen und so ein Kram. Das klang dann halt doch schon sehr nach Yuna. Die Frage hier ist jetzt nur, hätte ich das theoretisch ändern können, wenn ich eher auf Kämpfen aus gewesen wäre und mehr Herausforderungen gemacht hätte und. Ich muss diese komische Maske ausziehen. Ich würde auch gerne meine Ronin-Kleidung wieder anziehen. Die sind nicht am coolsten, finde ich. Wir haben Yunas Bruder genug. Wo habe ich denn diesen komischen, coolen Strohhut? Asche-Strohhut? Nee, Genbu. Fürst Shimura ist nicht hier. Ich warte am Dock auf ihn. Bestimmt ein Hinterhalt. Wir werden sterben. Und Siuna ganz allein. Einmal eins macht zwei. Keine Ahnung. Müsste ich mal wieder googeln, aber ich kenne das Lied. Aber ich habe Pippi Landstrumpf, das war nie so meine Serie. Jin. Onkel,
Ich war nicht sicher, ob ihr kommt. Ich wollte mit euch reden. Arbeiten wir zusammen, können wir die übrigen Mongolen vertreiben, unsere Heimat wieder aufbauen. Das ist nicht eure Sache. Der Shogun hat den Sakai-Clan aufgelöst. Von heute an seid ihr nicht länger Samurai. Ich habe alles geopfert für mein Volk. Und ich würde es wieder tun. Neue Samurai kommen als Ersatz für die Verlorenen. Sie übernehmen Land und Anwesen. Ich muss meinem Heim Lebewohl sagen. Reitet mit mir. Gut, ist jetzt auch nur ein Titel und Land, ne? Wenn er sowieso der Held des Dorfes ist, dann wird er wahrscheinlich irgendwo ein Dach über dem Kopf bekommen. Und kann sowieso feiern, wie man will. Ich meine, es ist schön, dass ich ein großes Anwesen theoretisch als Fürst Sakai hatte, aber wenn da niemand mehr rumhaut. Oh, die Blätter. Die Blätter. Ist das schon RTX? Ich weiß es nicht. Es ist halt nur die PlayStation 4-Version. Eigentlich schon krass, wie teuer Spiele geworden sind. Die Resident Evil 4 Remake Deluxe Edition für die PlayStation 5 und 4 würde 80 Euro kosten. Gut. Wollte es mir eigentlich gestern schon holen, aber wenn sie ganz Japan erobert haben. Muss noch bis Montag warten. Werde ich das zu verhindern suchen. Ich hatte gehofft, wir könnten das gemeinsam tun, als Vater und Sohn. Ihr könnt wieder heiraten, eine neue Familie gründen. Ja. Das ist wohl wahr. Ist der Onkel nicht relativ alt? Sieht aus, als brauchte er Hilfe. Ihr da, lasst uns helfen. Macht euch keine Umstände, meine Herren. Unsinn. Das schafft ihr nicht allein. Ihr seid viel zu gütig. Der Schlamm ist dicker, als man meint. Der Wagen ist schwer beladen. Wo wollt ihr hin? Yogaku, die Armee des Geistes ist dort oben. Er hat eine Armee? Nicht gehört? Sie segeln mit einem Sturm im Rücken Richtung Mongolensteppe. Dort brennen sie alles nieder. Äußerst beeindruckend. Mehr kann ich Ihnen nicht bieten. Ich hoffe, das hilft. Dann lasst euch nicht aufhalten. Woher habe ich denn eine Armee? Oder ist das Yuna? Ich weiß es nicht. Danke, meine Herren. Yogaku ist weit von hier. Haltet euch vom Morast fern und den Mongolen. Werde ich. Ich weiß nicht, wovon er da redet. Nicht hier. Folgt mir. Lass mich raten, die haben bestimmt irgendwie so eine Untergrundarmee oder so gegründet. Ich habe keine Armee. Jeden Tag schließen sich mehr Menschen eurer Sache an. Der Shogun ist besorgt. Ich bin besorgt. Ihr habt nichts zu befürchten. Wenn die neuen Clans ankommen, wird das Volk ihren Samurai folgen oder sie im Namen des Geistes betrügen. Das lasse ich nicht zu. Sie hören auf mich. Habt euch mir widersetzt, Jin. Mein vertrauenswürdigster Krieger. Ihr habt unser Volk gelehrt, seinen Anführern zu trotzen. Weshalb glaubt ihr, eure Anhänger würden euch gehorchen? Oh, habe ich die Hierarchie gebrochen? Kommt mit mir, Jin. Wie ihr wünscht. Der Friedhof meiner Familie. Die Ruhestätte von 7 Generationen von Sakai. Darunter eure Mutter. Und mein Vater. Wir müssen ihnen Ehre erweisen. Ja, jetzt wollen sie uns nochmal zum Ende die schönen Places zeigen. Also grafisch ist das echt eine Bombe.
Ja, ist ein schönes Spiel, so optisch mäßig. War aber Forbidden West auch, aber ansonsten, das hat mir am besten jetzt gefallen von den ganzen Games. Muss ich ja ganz ehrlich gestehen. Nach Horizon Zero Dawn. Das wird mir fehlen. Mir auch. Der Shogun hat euch zum Verräter erklärt. Er befahl euch, mich zu töten. Der Geist ist gesetzlos. Er lehrte das Volk, den Anführern zu trotzen. Sich zu Wehr zu setzen. Mit Gift etwa? Ein Geschenk, das ihr dem Feind gab. Ich musste verhindern, dass unsere Leute sinnlos sterben. Ihr habt keine Ehre. Und ihr seid ihr Sklave. Ihr wart mein Sohn. Jetzt muss ich die Shimura-Linie ohne euch fortführen. Eine neue Familie gründen. Und mein Kopf ist der Preis. Ihn zu nehmen ist meine Strafe. Unser letzter gemeinsamer Tag. Wunderschön. Es ist Zeit. Schreibt die letzten Worte des Sakai-Clans. Und des Shimura-Clans. Ich glaube, wir müssen den Kampf jetzt nicht durchsetzen. Ein letzter Haiku. Müssen wir jetzt den Arsch des Onkels angucken? Schicksal trennt unsere Seelen. Kampf ohne Hoffnung. Eure Eltern sind immer bei euch. Ja, Onkel. Ich lehre euch. Ihr werdet zum stärksten Krieger des Sakai-Clans. Ich nehme euch auf wie meinen Sohn. Bereit? Ich bin bereit.
Ich muss dem Shogun gehorchen. Geist zugefügt habt, heilen niemals. Wenn ihr mich tötet, werden sie nur schlimmer. Ich will euch nicht verletzen. Ihr wollt Rache für mein Versagen. Dies ist nicht meine Rache. Es ist meine Strafe. Mich in Frieden gehen. Ich hab doch. Die Wunden, die ihr meinem Geist zugefügt habt, heilen niemals. Wenn ihr mich tötet, werden sie nur schlimmer. Ich will euch nicht verletzen. Oh, komm schon. Ihr ließt mir keine Wahl. Ich will euch nicht verletzen. Och Mann! Warum habt ihr euch abgewendet? Dieser Kackrotz. Ich will euch nicht verletzen. Die Wunden, die ihr meinem Geist zugefügt habt, heilen niemals. Wenn ihr mich tötet, werden sie nur schlimmer. Ich muss dem Shogun gehorchen. Ach ja, was sind denn das für Moves, ey? Man kann es auch ein bisschen übertreiben, finde ich. Lasst mich in Frieden gehen. Zugefügt habt, heilen niemals. Wenn ihr mich tötet, werden sie nur schlimmer. Ich muss dem Shogun gehorchen. Komm schon, das hättest du abklopfen können. Ich hab doch geblockt. Oh, ich drück den Blockklopf und das Spiel sagt, ja, nö. Nö, noch nicht. Du darfst erst nach dem 5. Mal eine Chance haben. Lasst mich in Frieden gehen. Die Wunden, die ihr meinem
Geist zugefügt hat, heilen niemals. Wenn ihr mich tötet, werden sie nur schlimmer. Lasst mich in Frieden gehen. Ja, klar. Ihr habt zwar einen Himmelsschlag gemacht, aber wie gesagt, ich bin weg, nein. Ich will euch nicht verletzen. Zugefügt habt, heilen niemals. Wenn ihr mich tötet, werden sie nur schlimmer. Lasst mich in Frieden gehen. Ihr habt doch... Wir sollten vielleicht die Farbe mal... Nicht meine Sache, es ist meine Strafe. Ja, diesen Stich hätten sie ruhig rot färben können, weil den kannst du ja nicht blocken. Das ist total dumm. Nee, ich werde es schon schaffen. Ich will euch nicht verletzen. Zugefügt. Heilen niemals. Wenn ihr mich tötet, werden sie nur schlimmer. Lasst mich in Frieden gehen. Ihr wollt Rache für mein Versagen. Dies ist nicht meine Rache. Ich musste... Ja, dann hauen wir einfach mal eine Kombi raus, die dich one-hittet. Das ist doch so dumm, ey. Nein, ich bleibe auch auf dieser Schwierigkeitsstufe, aber trotzdem ein bisschen unfair. Ich will euch nicht verletzen. Wunden, die ihr meinem Geist zugefügt habt, heilen niemals. Wenn ihr mich tötet, werden sie nur schlimmer. Ich will euch nicht verletzen. Ihr wollt Rache für mein Versagen. Dies ist nicht meine Rache. Es ist... Ich weiß nicht, warum das da jetzt geruckelt hat, aber... Hat er gerade Nein gesagt? Ehrt mich. Mit dem Tod eines Kriegers.
Ich lasse ihn am Leben. Obwohl, na, was meint ihr? Ich gehe nochmal kurz pinkeln und ihr könnt ja entscheiden, töten oder verschonen. Hey ho. Ich verschone ihn. Bin mal gut. Ich bin mal lieber. Ich habe keine Ehre. Aber ich werde nicht meine Familie töten. Der Geist wird zeitlebens ein Gejagter sein. Ich weiß. Könnt ihr mal ein gutes Ende nehmen, aber nein. Wieso denn auch? So, das war Ghost of Tsushima. Was? Mono no Aware. Okay. Gut. Sucker Punch. Ja, habe ich mir manchmal auch, kam ich mir auch manchmal so vor. Gut. Ja, das war Ghost of Tsushima. Ich hab's endlich durch. Hat ja auch lang genug gedauert. Durch diese ganzen Spiele, die dazwischen kamen. Oh, wann habe ich das angefangen? Ich weiß es nicht ganz. Ich habe das, glaube ich, angefangen auf der PlayStation 4. Das müsste irgendwann im Juni, Juli gewesen sein. Da habe ich mir das, glaube ich, mit Horizon Forbidden West gegönnt. Habe da eine paar Wochen Pause eingelegt, bis ich dann eine PlayStation 5 hatte. Und ja, seitdem zieht sich das Spiel. Auf jeden Fall, ich freue mich wie ein kleiner Spatz. Auf der einen Seite, weil es schön ist. Klar, ist ein gutes Spiel, kann ich empfehlen, auch wenn es manchmal nervig ist. Entweder werde ich einfach nur alt, was natürlich durchaus der Fall ist. Und auf der anderen Seite kann es sogar sein, dass vielleicht auch der Dingsbums ein bisschen Probleme macht. Der normale Schwierigkeitsgrad, dass der angezogen wurde mittlerweile. Also nicht generell, sondern bei den Spielen generell. Siehe zum Beispiel Horizon Zero Dawn habe ich auf ultra schwer. Kam ich eine Weile gut klar. Auf sehr schwer habe ich es so gut durchspielen können. Bei Forbidden West sah das anders aus. Da habe ich auf normal verkackt. Weil irgendwie meine, ja, machen wir halt jetzt alles Dark Souls-like.
Was aber interessant ist, weil die Forbidden West Storywriter oder irgendwelche Entwickler, die haben sich da mit Elden Ring, also mit From Software geboxt, so ein bisschen so Battle geliefert. Ich so, ja, aber dafür, dass ihr euch mit denen rumbattelt, versuchen die meisten Spieler an Schwierigkeitsgrad halt irgendwie, keine Ahnung, sich daran zu orientieren. Ja, es kriegt einen Hype, kopieren wir es und fertig. Naja. Auf jeden Fall bin ich froh, dass es durch ist. Also ja, ich muss ja nicht reinklicken, klicken ist ja die Capture Card. Ich habe jetzt irgendwas gedrückt. Da habe ich schon meinen Controller in die Hand genommen. Ich weiß immer noch nicht, was der Legendenerzähler ist. Ist es jetzt noch Plot Twist? Nee, Plot Twist nicht. Es ist jetzt noch... So, und nun? Hoffentlich findet ihr Frieden, Onkel. Achso, der ist noch so. Die habe ich mit Yuriko für meine Mutter gepflückt. Dass er sie all die Jahre aufbewahrt hat. Wohnst du jetzt hier? Und ich dachte, man braucht nur ein Pferd, einen Bogen und ein Katana. Takas Prototyp. Bevor er meinen Wurfhaken machte. Er wollte mich nicht enttäuschen. Okay. Hat er auch nie. Taka war ein guter. Ich lebte fast die ganze Zeit unter diesen Bannern. Okay. Kriegen wir jetzt hier noch irgendwie... Wie lange hat Yuna daran gearbeitet? Ich stehe tief in ihrer Schuld. Sie macht mir Geschenke. Kenjis Bester. Zumindest sagt er das. Wir müssen bald anstoßen. Riecht fast süßlich. Ist aber tödlich wie eine Klinge. Du warst treu bis zum Ende, Sora. Ja, dass uns Sora genommen hat. Das Messer. Die Klinge ist stumpf. Sie ist ein Museum? Unglaublich, dass es noch ganz ist. Fast mein ganzes Leben träumte ich, euer Sohn zu sein. Und du? Jin. Mir gefällt dein neues Zuhause. Passt zu dir. Es muss genügen, nun da der Sakai-Clan fort ist. Und ich als Verräter gelte. Ich weiß von deinem Onkel. Wird er uns suchen? Ich glaube nicht. Doch früher. Weißt du nicht, warum die Stimmen jetzt so leise sind, aber... Was zählt, ist, dass du lebst. Du hast Khotun Khan besiegt und den Mongolen den Anführer genommen. Das Festland ist sicher. Aber unsere Heimat nicht. Die Truppen des Khan sitzen hier fest. Und wollen die Insel mehr denn je erobern. Dann sollten wir weiterkämpfen. Sensei Ishikawa verfolgt noch immer seine Schülerin. Er fragt sich sicher, warum ich noch nicht wieder aufgetaucht bin. Wo ist Fürstin Masako? Verfolgt die Mörder ihrer Familie. Ich bot ihr Hilfe an. Doch sie wollte sie nicht. Sie sollte das nicht allein tun. Ich suche sie auf. Was sagt Norio? Er sagte, die Mönche brauchen weiter Hilfe. Aber vergiss nicht. Tsushima braucht dich. Das vergesse ich nie. Gut. Wir teilen uns auf, so erreichen wir mehr. Greifen die Mongolen von allen Seiten an. Retten unsere Heimat. Leb wohl, Jin. Und pass auf dich auf. Das werde ich. Du auch, Yuna. Gut. Die Hauptstory ist endlich durch. Wir könnten natürlich jetzt in dem Spiel noch mehr verbringen, ne? Weiter Mongolen schlachten und so weiter und so fort. Neues Spiel Plus freigeschaltet. Ja. Ich würde aber sagen... Ich speichere ab und ich glaube nicht, dass wir das nochmal machen. Eliminiere die... Ja, ist doch okay, ich weiß es. Erneut spielbare Duelle und Mongolengebiete freigeschaltet. Okay, okay, ja, ich weiß. Ich kann wieder was, machen. Die Suna ist befreit. Hier fehlt noch ein bisschen was. Hier haben wir nicht so viel gemacht. Hier haben wir jetzt eigentlich durchgerusht. Und hier ist halt, ja, ein DLC. Aber ich sag ganz ehrlich, ich bin eigentlich froh, wenn ich meine Zeit für ein anderes Spiel nehmen kann. Dementsprechend würde ich erstmal speichern. Und wenn ihr das nochmal sehen wollt oder wenn ihr meint, ja, lass mal weitermachen, könnt ihr es A, entweder in die YouTube-Kommentare schicken, wenn das Video dann rauskommt. Oder aber ihr könnt mich im Stream daran erinnern. Ghost of Tsushima ist jetzt vorbei.